Skibidi Toilet Episode 72 Part 2 ist jetzt da. Die Astro-Toilette wird gegen G-Man kämpfen. Ich bin gespannt, wie dieser Kampf ausgeht. Wie stark ist diese Astro-Toilette wirklich, Freunde? Wenn euch die Videos gefallen, lasst einen Daumen nach oben und ein Abo da. Und wir gehen direkt rein in den Kampf. Let's go. Schauen wir uns mal an, was hier jetzt passiert. Am Ende von Part 1. Wir sehen hier nochmal das Ende von Part 1. Diese Toilette, die hier geschnappt wird von der Astro-Toilette. Was hat er gesagt? Warte mal. Moment, wir machen mal kurz. Ich kann doch Untertitel aktivieren, oder? So, Moment. Wir lassen es nochmal laufen. Ich will hören, was der sagt. Man versteht es so schlecht. Das sagt er. Sie kennen die Bestrafung für Verrat, Commander. Also ist der G-Man nur ein Commander? Er war nie der Boss? Okay, pass auf. Wir schauen uns erstmal die ganze Folge an. Dann analysiere ich. Let's go. Let's go. G-Man geht in seinen Kampfmodus. Und... Aber... Alter... Er wehrt ab mit seinem Schild. Stark. Aber was ist das? Wird sein... Er hat sein Schild angezapft. Was ist das für ein Helm? Wow. Alter, wie crazy sieht das aus? Aber ich glaube, die Astro-Toilette ist trotzdem zu stark, oder? Das... Oh, ein Hinterhalt. Let's go. Er wird attackiert von der Seite. Explosionstoiletten. Greifen ihn an. Zack. Aber die wehrt er jetzt ab. Wow. Und er wird voll reingelasert von G-Man. Er ist verletzt. Kann... Oh, ich glaube nicht, dass G-Man da... Nee, Alter, er nimmt ihm seinen Helm runter. Er packt seinen Kopf. Alter. What? Alter, G-Man geht komplett in den Rage-Mode. Alter, was zum Henker war das? Er hat sein Schild. Alter, macht G-Man den platt? Warte mal. Macht G-Man den platt? Nein, macht er nicht. Oder vielleicht doch? G-Man macht mehr, als ich dachte. Er sagt, er soll aufgeben. Aber ich glaube nicht, dass er aufgeben wird. Was war das? Was war das denn? Was ist da, was sind das für Energiekugeln? Oh, was? Hat er seine Arme lahmgelegt? Was? Wie? Wow! Alter! Hat G-Man... Wow. Jetzt greift er uns noch an, oder was? Nee. Er... Was ist das? Wow. Was ist das für ein Ding? Was ist das? Da kommen noch die Titanen jetzt mit rein. Was ist das für eine Astro-Toilette? Oh, und jetzt greift Speakerman auch noch G-Man an. Cinemaman ist da. Oder Upgraded TV-Man, wie auch immer. Und G-Man entkommt auch. Er wird dieses Mal nicht entkommen. Bist du bereit, Bro? Oh, macht er sich jetzt so einen Astro-Toilettenarm dran?
Boah, let's go! Für Plunger Man. Alter, was war das für eine Folge? Das war der krasseste Kampf, den wir je gesehen haben. Wow! Ey, okay, das müssen wir uns genau ansehen. Alleine schon die Szene hier, wo er das Schild ihm quasi wegreißt und G-Man jetzt hier diesen Helm auf einmal auspackt. Wie stark ist bitte G-Man? Wir haben die ganze Zeit gedacht, dass die Astro-Toilette komplett übermächtig ist und G-Man einfach auslöschen wird. Ich meine, wir haben ja auch schon gesehen, wie die Astro-Toilette teilweise gegen Upgraded TV-Man gekämpft hat und ja auch ihm quasi einfach seine Klinge abgenommen und auf ihn geworfen hat. Ich glaube, das war in Folge 70, ne? Also komplett crazy. Und G-Man ist so stark, dass er diese Astro-Toilette besiegt hätte. Diese Astro-Toilette packt hier alles aus. Laser, Vollgas, alles, was irgendwie geht. Wird dann hier zum Glück abgelenkt durch diese Explosionstoiletten. Und schafft es dann hier, G-Man ein bisschen zu überwältigen. Reißt ihm diesen Helm runter. Packt hier seinen Kopf. Und G-Man hat hier sowas fast wie so ein Speakerman-Angriff, ne? Ne, fast wie so ein Speakerman-Angriff. Sogar die Astro-Toilette sieht hier überrascht aus und denkt sich so, what the fuck, warum kann der das? Ne? Nicht mal die Astro-Toilette weiß, was abgeht. Und wird jetzt hier komplett attackiert. Bis dann die Astro-Toilette die Geheimwaffe rausholt. Und hier diesen Speed-Angriff, ne? Zack, den sieht er nicht kommen. Zack, bis er es schafft, mit dem Schutzschild hier aufzuhalten. Und dann nochmal den Laser reinjagt. Aber auch hier jetzt nochmal fast hops genommen wird, ja. Aber ihr seht an seinem Gesichtsausdruck, ne? Guck mal, wie er da schon guckt. Man sieht, dass er weiß, er ist hinter mir. Und zack! Haut er da auch nochmal seinen Laserangriff raus. Und jetzt packt G-Man hier seine Geheimwaffe. Seine Geheimwaffe packt er aus, diese Energiekugeln. Er sagt, es ist vorbei, gib auf. Und er schmeißt hier diese Energiekugeln quasi, um ihn damit locker, um ihn in eine Falle zu locken. Er denkt jetzt, er kann die Kugeln easy aufhalten. Also schickt er jetzt zwei Kugeln, die seine Greifarme lahmlegen. Er hat ihn in eine Falle gelockt. G-Man hat die Astro-Toilette in eine Falle gelockt. Und jetzt kann G-Man kann jetzt scheinbar seine Arme kontrollieren. Ihr seht das ja. Guck mal, der Psycho, ey. Jetzt holt er da die Klinge raus und sticht ihn fast ab. Jetzt muss er sich seine eigenen Arme abschneiden. Und guck mal, wie kaputt diese Astro-Toilette jetzt ist. Das hat G-Man angerichtet. G-Man hat diese Astro-Toilette fast komplett zerstört. Was ich vor allem damit sagen will, wir haben gesehen, wie stark diese Astro-Toilette gegen die Titanen war. Diese Version von G-Man wäre ein Problem für alle drei Titanen gewesen. Extrem stark. Extrem stark. Und G-Man starrt uns hier an und haut dann seinen Laser raus und wird jetzt hier aufgehalten von diesem Ding hier. Was ist das bitte? Ich meine, wir haben gesehen, diese Astro-Toilette hat eben mit G-Man geredet, also die erste Astro-Toilette, und hat gesagt, Commander, ja, Verrat und so weiter. Vielleicht ist die Astro-Toilette auch nur ein Commander und das Ding hier ist der Anführer der Astro-Toiletten? Keine Ahnung, aber das Vieh sieht brutal aus. Riesiges Schild, riesige Arme, so eine Gasmaske und hier einen heftigen Energiestrahl und ist locker doppelt so groß wie die andere Astro-Toilette. Komplett crazy. Und macht auch G-Man easy platt. Ohne große Probleme. Und guck mal. Habt ihr das gerade gesehen? Das sind Energiekugeln von Speakerman. Ja? Der zuckt nicht mal. Der kriegt Energiekugeln von Speakerman reingeschossen. Das juckt ihn nicht mal. Der guckt nur so nach links so. Bro, ist das denn ernst? Viel zu stark. Komplett overpowered. Ja, der haut hier Speakerman einen Angriff rein, der hinter ihm explodiert und ihn trotzdem platt macht. Und dann verschwindet er hier mit der anderen Astro-Toilette. Und die bringen sich in Sicherheit. So, die Titanen drehen jetzt durch und wollen natürlich auch G-Man hops nehmen für Plunger Man. Cinema Man kommt hier auch noch raus, hat sein Schwert wieder im Anschlag. Und G-Man schafft es gerade so zu entkommen. Gerade so. Aber er wird dieses Mal nicht entkommen, sagt TV-Man. Bist du bereit, Bruder?
Und Cameraman setzt sich hier den Arm von der Astro-Toilette ein. Komplett krass, Mann. Wie heftig ist das bitte? Aber was ist mit diesen Astro-Toiletten los? Was sind das für Monster? Und was haben die Astro-Toiletten überhaupt mit den Toiletten zu tun? Ich meine, scheinbar sind die Astro-Toiletten ja gegen G-Man. Die haben keinen Bock auf G-Man. Die sagen, er hätte sie verraten. Und die Astro-Toiletten scheinen nochmal viel, viel stärker als normale Toiletten zu sein. Ich bin echt gespannt, wenn wir mehr rausfinden, was es mit denen auf sich hat. Aber was war das bitte wieder für eine Folge? Ich bin ultra hyped auf Part 3. Freunde, Daumen nach oben, Channel abonnieren, damit ihr nichts verpasst. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Und bis dahin.